So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu My Time at Sandrock. Wir fahren fort mit unserem illustren. Hier ist aber eine fette Dose. Die gibt 5 Erfahrungspunkte. Wahnsinn. Hier liegen Flaschen rum. Leute, das sind alles Pfandflaschen. Da gibt's Geld bei Edeka oder Aldi oder Rewe, Netto, was auch immer. Rudi, beim gestrigen Treffen haben wir einen Nachfolgeplan für die Straße nach Portia organisiert. Heute treffen wir uns im Rathaus, um ihn zu besprechen. Komm doch schließlich uns an. Haben wir schon. Elsie. Ah, ich war heute draußen in der Wüste und habe die Spuren gefunden. Ein paar Sandfischknochen. Das muss es sein. Sieht nach Erbrechen aus. So wie Vögel ihre Jungen füttern. In Howletts Buch gibt es ein ganzes Kapitel über das Erbrechen von Riesenenten. Jedenfalls bin ich mit dem Packen fertig und mache mich auf den Weg, um sie aufzuspüren. Ich werde für eine Weile nicht nach Sandrock zurückkehren. Bitte schau bei meinen Eltern auch vorbei, okay? Ich sag dir Bescheid, wenn ich die Enten gefunden habe. Okay, das ist die Schmiede. Werkstattbewertung. Ja, stimmt. Wir haben ja einen Monat geschafft. Nach deiner bemerkenswerten Wendung der Ereignisse scheint es, dass du im letzten Monat den ersten Platz bei den Werkstattbewertungen erobert hast. Du hast es sogar geschafft, mit Jan den Präsidenten der Handelsgilde zu schlagen. Keine Sorge, ich nehme es sehr gut auf. Ich bin nicht der geringste verärgert. Ich werde natürlich einen Ausschuss damit beauftragen, zu untersuchen, wie du das geschafft hast. Nur um sicherzustellen, dass du alles mit rechten Dingen zugeht. Aber bis dahin genießt die Früchte deines Sieges. Die Früchte des Sieges können zurückgefordert werden, wenn der sich herausstellt, dass du Betreffende ein. Blablabla. Jan, sieh es ein, du bist ein Schwachmat, der nichts kann. Tumbleville Street Dingsbums. Ja, ich mach da mal ein Dings drauf, weil ich ja so selten. Kriege. Da, 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 da. So, mal Cookie Lookie. Die Axt im Walde. Nochmal bitte. Und dann nochmal die Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Da. Sehr schön. Alles klar. So, einmal alles wegsortieren. Gartenarbeit. Und dann. Reste. Lucky, wir haben. Ich glaube, die Schmiede habe ich ja. Warte, warte, warte. Schmiede, Schmiede. Könnte vielleicht, wenn ich die Sachen hätte, was ich nicht habe, organische Keramikblatt, Zinn-Titan-Legierung, Kalksteinziegel. Okay, Kalksteinziegel. Das wäre mal interessant zu wissen, ob ich die Rezepte technisch HB hätte. Hier, Kalksteinziegel. Geht aber nur bei so einem Ofen hier.
Fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich so eine, aber die geht ja noch nicht. Hier, die Magnesium-Chrom-Ziegel kann ich erst herstellen, weil ich das andere Dings da habe. Weiße Kupfer. Aber hier, Kalksteinziegel, machen wir doch mal welche. So, dann steigen wir auf unsere Heidi. Augenblick. Maria. Such Wasser. Dann hopsel ich mal eben zum Museum. Und gib da vielleicht das Werkzeug ab, was wir jetzt nicht mehr benötigen. Spenden. Mittelgroße Anzeige. Eisenspitzhammer, Eisenaxt, geht nicht. Schweres Schwert aus Chrom und das auch nicht. Okay. Nö, meine neuen Sachen kriegst du nicht. Dann mal eben auf die Karte Cookie Lucky. Okay, wir müssen also dahin. Hey Andy, den habe ich auch schon eine ganze Weile nicht gesehen, ne? Wo hat der sich denn rumgetrieben? Dann schauen wir doch mal. Ach, guck mal, jetzt können wir hier eine Töpfe-Faltestelle hin tun. Ist ja cool. Haben ja zwei auf Kasse, auf Tasche. Gestein. Und dann noch das Ding hier. Wow, our equipment Wow, should be kein answered.
versteinern sich. Unsere Ausrüstung sollte jetzt problemlos auf die Baustelle gebracht werden können. Auf jeden Fall fantastische Arbeit, Dieter Kenji. Jetzt haben wir einen direkten Weg zum Tunnelbaustelle. Ah, ich bin noch bei der Bauleitung für den Sprengstoff zu bekommen. Also, ach, ich den nächsten Tagen auf Post. Okay. War hier nicht gerade irgendwo... Da war was zum Einsammeln. Berghose. Faserabfall. Ah, hier ist noch Achat und die komische Rose. Von der Rinde werde ich bestimmt auch noch welche brauchen. So, hier noch Rosmarin. Klee. Ach, das ist dieses Abfall-Dingsbums. Ne, ihr wisst schon, was man da für Dingsbums, ja, kaufen kann. Das können wir also halt doch sammeln. So einfach. Aber wisst ihr was? Ich werde mal nicht hier weitermachen. Ich werde mal wieder zurückreiten und in die Giftschlucht und da ab die Typis abmurksen, damit ich da Dingsbums bekomme. Chromgedöns. Okay, da kann ich also auch eine aufstellen. Grün sind die, die wir schon haben. Und grau sind dann die, die wir noch aufstellen können. Also die da. Los, Heidi! Full speed ahead! Apropos, Augenblick. Ich wollte ja mal was prüfen. Untersuchen. Aufwerten. Tier zufällig verteilen.
Eisenmuskelsuppe. Fangspezial, Verbesserung der Reiteigenschaften. Fangspezial X, Grüni. Aha, interessant, interessant. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Weil man kann ja irgendwie seine Reittiere aufwerten. Und da habe ich gerade dran gedacht und wollte mir das mal anschauen. So, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier hinten irgendwo jetzt auch eine Haltestelle hinzubauen gehen. Hier. Tada! So sieht das aus. Ah, die wollte ich eigentlich nicht abschlachten. Ich wollte eigentlich diese kleinen Männlein. Und Granitfarm! Granit! Da sehe ich schon Chrom auf Bein. Kollege! Schnürschuh! Aluminiumschrott nehme ich natürlich auch mit. Solange wir das noch nicht selber herstellen können, müssen wir da kribbeln, was wir kriegen können. Ah, ich glaube, die war das. Waren das diese Pflanzen? Bäume. Ja, das ist die Sifat. Das sind diese Bäume hier, wo ich das Zeug kriege für diesen einen Stoff. Hallo, da sollst du draufhauen. Nicht in die Luft. Sisalbaum. Oh, ich wette, wir werden da so viel von dem Zeug brauchen, dass uns da zum Ohren rauskommt. Deswegen lieber jetzt gerade, wo wir
noch keine Hauptmission weiter haben, weil wir kriegen erst morgen wieder irgendwas Bescheid von Mint oder so, was er da für sein Bauprojekt oder Sprengstoff braucht. Dann dürfen wir wahrscheinlich irgendwelchen Dings-Sprengstoffkram sammeln. Dann heißt es, ah ja, wir brauchen Schießpulver, so und so viel oder keine Ahnung. Und diese Raketenteile für die Minen oder so. Entweder mit der Axt oder mit der Spitzhacke. Immer was gerade am ehesten vor meine Flinte kommt. Nicht zu dicht an dem Pilz. Wäre natürlich cool, wenn wir irgendwie eine Quest hätten, dass wir da diese Höhle freischalten. Auch wenn ich nicht weiß, was für eine Höhle das ist, aber wäre doch schön, wenn da endlich mal was passieren würde. Eindeutig in der Höhle. Kann mir keiner was vormachen. Hey.
Na, kommt ihr Halunken! Ach so. Ich glaube, ich werde wieder ein oder zwei Töffis bauen. So, wieder Jute-Melonen oder so. Das war jetzt der Reis. Dann Himbeeren. Jo, jo, jo.
Wasser und Dünger. Sehr schön. Dann Holzbretter. Kann ich schauen. So, was können wir denn hier noch herstellen, was wir noch nicht so viel haben? Hier. Von dem Zeug haben wir reichlich. Und DNS-Modell. Das andere geht noch. Dann. Ja, ich wollte ja so eine Haltestelle. Jackmilchstation. Rein da! Sie schlafen gehen. Wir hatten schon ewig keinen Sandsturm mehr. Seit dem Regenguss auf jeden Fall nicht mehr. Definitiv. Warte mal. Mal wieder Wasser suchen, Jungi. So.
hätten wir denn? Das und negierter Dolch. Kalksteinsegel, Blutsteinklinge, Teeblätter. Legierter Dolch wohl zu haben, ne? Ich meine, ich habe die Quest jetzt nicht angenommen, weil ich erstmal gucken muss, ob ich die herstellen kann. Ja, legierter Dolch kann ich herstellen. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich schon vier Quests angenommen, oder? Ja, ich habe schon vier angenommen, aber macht ja nichts. Kalksteinziegel, ach du schreckliche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Augenblick. Mal schauen. Das schon mal nicht. Dann Kalksteinzieh. Kann ich hier nicht herstellen? Erfahrungsstufe. Okay. Aber ich meine, dass ich hier drüben schon angesetzt habe. Ich müsste halt nur. Ist schon in Arbeit. Okay. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Alles gut. Ich brauche halt echt noch dieses andere Zeugs, wo ich mal gucken könnte, ob ich das vielleicht von hier kaufen kann. Ich kann es natürlich nicht kaufen. Ich brauche halt dieses andere Zeug. Was es nur in der Maulwurfsmine gibt, die ich ja noch nicht aufsuchen kann.
steht denn hier ein Jagdmehl? Hello. Thank you. Level 47. Also irgendwie geht das Level hier ein bisschen flott von der Hand, findet ihr nicht? Aha. Hey, Alex. So long, partner. Howdy. Ah. They seeing ya. Jetzt, catch you later. Blessed are the meek. Ein Geschenk. Kriegst du mal. Oh, thank you. Howdy. Hm. Take her easy. Where there is chaos. Take care. We bring serenity. So. Pablo? Pablo. Howdy. Impressive. Thanks. Kein Problem. Das gibt ja wieder ordentlich. Howdy. Aha. Wie sehen ja? Nicht richtig sehr sehen. Hi, Justice. Alles klar. Catch you later. Ich sollte vielleicht mal wieder gucken, was es für Dingsbums-Quest gibt, wo man Leute Viecher abschlachten kann. Vielleicht kann ich ein paar Schlangen umbringen. Herkules 2000 und Verräter, Reinigo, Botter. Nichts Anspruchsvolles dabei. Okay, hier sind. Okay. Die ist ja cool. Geil. Habe ich jetzt einfach mal so aus Spaß gekauft. So, einmal Cookie Lucky. Okay, Forschungszentrum und Konstruktions. Kreuzung scheint irgendwas Spannendes zu sein. Oder auch hier auf dem Platz. Rocks have feeling. Was? Stop the bomb? Auch Felsen haben Gefühle. Oh, und so. Na klar, unser Felsenfreund. Steine sind auch nur Menschen. Ban the bomb. Ah. Save the mountain. Rettet den Berg. Nicht.
Es tut mir leid, dass ihr so steht. Aber wir müssen das tun, um die Straße nach Portia zu bauen. Ich habe es bereits genehmigt und wir werden den Berg nicht verletzen. Es ist nur ein großer Felsen. Erlaubt durch das Gesetz die Menschen vielleicht das... Aber erlaubt durch das Gesetz der Naturlandschaft? Und ich weiß zufällig, dass jeder Stein, jeder Baum und jedes Lebewesen ein Leben, eines Geist und einen Namen hat. Okay, sehr cool, mystisch, aber versprechen, wir tun dem Berg nicht weh. Ich bin mir sicher, dass die Leute vom Zeitalter der Verderbnis das auch gesagt haben, als sie anfingen. Aber sieh dir an, wie es endete. Und wenn wir diesen dunklen Weg eingeschlagen, wie können wir besser sein als Logan? Sieh dir an, was seine Bombe mit dem Wasserturm... Moment mal. Peter, Kenji, hey, hilf mir, unsere Freunde hier zur Vernunft zu bringen. Oh nein, nicht auch noch Peter Kenji. Halt dich drauf herein. Jetzt ist es ein Berg später. Es... unser Planet sein. Wir stehen nur ein harmloses Loch hinein, so als ob wir eine Ohr durchstechen würden. Die Bombe ist nicht so groß. Wisst ihr, was ich bin auf der... Well, I'm kind of against ear piercings too. Ich bin auch irgendwie gegen Ohrlöcher. Huh? Was? Why? Warum? Well, in any case, nun, auf jeden Fall hat Peter Kenji recht. Dem Berg wird es gut gehen. Er wird völlig intakt sein. Nur mit einem Tunnel durch ihn hindurch. And remember, once the tunnel is und vergesst nicht, wenn der Tunnel fertig ist, kommen wir unsere Wasservorräte hier draußen doppelt so schnell. Du magst Wasser, stimmt's, Burgess? Oh ja, nun, vielleicht ist es eine gefährliche Technologie. Gut. Gib mich jetzt nicht auf, Boogie Boy. Look, ihr habt viele gute Argumente und eure Gefühle sind berechtigt. Aber du willst das Projekt also stoppen? Es gibt immer einen Weg um den Berg herum, weißt du? Sometimes. Manchmal. Minister. Pastorin, sometimes. Manchmal sind die Möglichkeiten, die wir haben, nicht immer die besten. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, mit dem, was wir tun, aufzuhören und den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin mir sicher, dass Trudy diese Sache schon viele, viele Male in ihrem Kopf durchgespielt hat. Stimmt das? Dass das Zeitalter der Verderbnis nicht wegen der Technologie so geworden ist, sondern wegen dem Umgang damit. Danby, Burgess, eure Gründe sind stichhaltig, genauso wie die des Rathauses. Im Moment müssen wir einfach glauben, dass unsere Bürgermeisterin die beste Entscheidung für uns trifft. Stimmt's, Trudy? Ja, ich übernehme die volle Verantwortung. Nun, wenn du das so ausdrückst. Ich mag es immer noch nicht, aber gut. Vielen Dank an alle. Puh, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, manchmal muss man ein paar Argumente bringen. Hi. Hi. Ich hab da was. Ah, danke. Ich hoffe, du musst es nicht zu viel dafür tun. Aus dem Fenster lehnen. Bitte dann nur. Okay, wir müssen noch die Dinger bauen.
bin immer noch erstaunt, warum da ein Jackmel steht. Ob das Elsies Jackmel ist, aber die ist doch aus der Stadt raus, hat sie gesagt. Oh, wir haben einen Wissenspunkt! Ein Wissenspunkt! Fürs Quatschen. Quatschi, quatschi. So, dann nehmen wir hier Netzwerkwissen. Die durch die Freunde von Freunden in ihrem Netzwerk erzielten Beziehungspunkte werden um 20% erhöht. So, Heidi. Ich habe Kontakt genutzt von Musa und die Bauanleitung für kommerzielle Sprengstoff bekommen. Das Zeug, das man benutzt, um Gebäude abzureißen und, naja, Löcher in Berg zu sprengen. Wenn du das herstellst, komm auf die Baustelle. PS, das ist nur eine Stufe unterhalb von militärischem Sprengstoff. Sei also besonders vorsichtig. Okay, mysteriöser Brief. Peter Kenshi, wir treffen uns morgen in einem Versteck. Du weißt wer. Okay. Ich freue mich zu hören, dass du eine positive Haltung beibehältst. Ich habe immer gehört, dass Herr Musa so entschlossen ist. Es ist seltsam zu hören, dass er immer wieder hin und her schwankt, ob er Sandrock helfen soll oder nicht. Ich schätze, selbst als Mann der Fakten und der Logik ist es schwer, so viele schlechte Omen zu ignorieren. Aber ihr könnt nicht ewig Pech haben. Das will ich einfach nicht glauben. Bleib stark, Tita Kenshi. Es wird besser werden. Das verspreche ich. Mama. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich nehme an, der votiert. Ja, hier, Sprengstoff. Sehr schön. Und geh zum Treffpunkt. Dann müssen wir wohl wieder dahin. Jetzt piercen wir den Berg. Welcome to the site. Hey, Tita Kenshi, willkommen auf der Baustelle des zukünftigen Sandrock Portia Tunnels. Hast du das Zeug? Das klingt so falsch. Ah, 100%iges reines Nitroglycerin. Das hast du gut gemacht, Tita Kenshi. Und jetzt lasst uns diese bösen Jungs an die Arbeit schicken. Was? Wie jetzt die bösen Jungs in die Arbeit schicken? Deckung! Everyone okay? Geht's allen gut? Der Sprengstoff, den du gefertigt hast, hat es in sich. Nach den ersten Vorbereitungen können wir wohl mit den Bohren beginnen. Gute Arbeit, Tita Kenshi. Warte auf Qs Bauanleitung. Ich sag ihm, er soll sich beeilen.
Aber da ist er schon. Kann ich da nicht schon ein bisschen rein, so? Nur gucken. Shit. Wäre ja auch zu schön gewesen. You guys have a really positive attitude. Die Achate einfach so auf dem Boden rum. Die ich sonst umwandeln müsste aus Granit. Da fällt mir ein, da jetzt kommendes Wochenende Weihnachten ist und ich vermutlich nicht es schaffe, so viel aufzunehmen, dass ich über Weihnachten Parts auf Vorrat habe. Ich kann euch versprechen, dass ich Heiligabend streamen werde. Zumindest habe ich das vor. Und also auf Twitch. Und der Part wird ja dann auch wieder später auf YouTube hochgeladen. Für diejenigen, die nicht live dabei sind oder auch erst, weiß ich nicht, Monate oder Wochen oder Jahre später das Projekt sich anschauen. Weil ich halt am Samstag und Sonntag bei der Familie bin und Sonntag dann erst Nachmittag, Abend zurückkomme. Und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich definitiv online, also da werde ich bestimmt zocken. Ob ich jetzt aber mein Time mit Sandra spiele, weil ich würde gern auch weiter Pokémon Kamosin, das DLC weiterspielen, da muss ich noch die Top 4 besiegen und mich um die ganzen Pokémon-Sammlungen da kümmern.
So. Ich würde es natürlich auch gut finden, wenn wir hier soll irgendwo die Maulwurfshöhle sein, wenn wir dahin kämen. Ach, guck mal, da passiert auch was. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwas bei Elsies Eltern passiert. Vielleicht kommt sie ja gerade wieder oder so. Hier. Hey, Amira. Hey Amira, hier ist eine weiße Tornade, die du wolltest. Ich war mit Daisy auf den Salzebenen und habe ihn geholt. Dort gibt es noch einen ganzen Haufen, falls du mal mehr brauchst. Das ist wunderbar. Danke für deine Hilfe, Elsie. Ach, kein Problem. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich wusste nicht, dass dieser Ton eine Farbe durch die Mischung mit Vogelkacke erhält. Kein Wunder, dass er einen seltenen Farbton hat. Fand sie das jetzt beleidigen? Du brauchst keine Angst zu haben. Sie will einfach nur gut gemacht. Wie soll ich sie denn nennen? Einfach mal Martellente? Nee, ihr Name ist Daisy. Sie wird sich sehr freuen, wenn du ihren Namen lernst. Na gut, danke, Daisy. Siehst du, Daisy? Sie ist nicht schön, wenn Leute helfen. Keine Sorge, du wirst deinen gesalzenen Fisch bekommen. Ah, gesalzenen Fisch? Howdy! What do you think is over the mountains yon? Okay. Take her easy. Ja. So, kurz gucken. Okay. Forschungszentrum war noch was, ne? Oh, liegt demnächst wieder ein Fest an? I Fowler so. Ticket für verlassene Ruine ist verendet. Ticket für Fowler soll vage co-endet. Ticket für I Fowler. Ich weiß gerade nicht, welche das, was das nochmal war. So, hier hatten wir ja die Seite fertig geforscht. Und hier haben wir verbleibende Zeit 7 Tage. Und dann haben wir bloß noch die letzte Accessoire-Maschine. Ja. What's the matter, Sleepyhead? Was ist los, Schlafmütze? Du scheinst in Gedanken versunken zu sein. Bist du nicht begeistert, dass wir uns entschieden haben, auf traditionelle Ausgrabungsmethoden zu verzichten und stattdessen meine Mobilitätsanzugmethode anzuwenden? No, not at all. Nein, also gar nicht. Es ist nur, ich freue mich schon drauf, dass wir zum ersten Mal zusammenarbeiten. Das erste Mal? Hast du den Prototypen des Dragon Buster Exoskeletts vergessen, den wir gebaut haben?
You mean? Huh? Du meinst aus den Bausteinen in der zweiten Klasse? Yes. Ja, es war eine meiner stolzesten Erfahrungen zu dieser Zeit. Es war mir eine Ehre, es mit dir zusammen gebaut zu haben. Eines Tages möchte ich unseren Entwurf verwirklichen. Oh, natürlich erinnere ich mich daran. Ich meine nur eine berufliche Zusammenarbeit. Hatte ich das noch nicht gesehen? Da ja, das ist ein Grund zum Feiern. Okay. War also nur so eine kleine Sequenz wieder. Hi. Wie geht's? Den werden wir mal wieder gucken, was unsere Maschinchen machen, ob die schon fertig sind. Ich liebe das Spiel. Da bist du nicht der Einzige. Ich liebe das Spiel auch. So. Oh, kannst du nicht ein bisschen schneller diesen Mist machen? Verflixt und zugenäht. Ist hier vielleicht Stau? Oh, wir haben einen Wissenspunkt. Welch Wunder. Mal schauen. Die Chance doppelte Wachstum. So schade, dass du so wenig Zuschauer hast. Och, stört mich nicht. So. Oh, noch zwei Stück, ey. Ah, das ist echt lahm. So, dann packen wir hier noch die Faser Dingsbums rein. Und oh, wir haben 58 Aluminiumschrott. Dann ballern wir doch direkt mal noch was nach. Mhm. Aluminium, nehme ich gerne. Hier noch ein bisschen Sprit rein. Immer durchballern. Questen, was haben wir denn noch offen? Hier, Hauptquest, warten bis morgen. Und dann halt noch hier diese blöden Dinger. Haben wir sonst noch was? Können wir noch was annehmen? Nee, haben schon vier. Oh Gott. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares, was wir machen könnten? Was zu lernen. Zeugs? Nee, Steingedöns, ne? Steingedöns? Oh.
Halt, ist Steingedöns voll? Ja. Voll. Hier ist dann noch Platz dafür. Ach ja, ich wollte noch die Waffen und Werkzeuge ablegen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Muss ich demnächst noch eine größere Kiste dafür bauen? Wie lange spielst du das Spiel schon? Ich bin auf jeden Fall über 100 Stunden. Wo packe ich jetzt die ganzen... Oh, warte mal kurz, kann ich da noch... Krass. Hier. Ich baue mal gleich zwei, dann kann ich nämlich eine wieder an Burgis verschenken. So, Kiste. Ach ja, Kiste, Kiste, Kiste. Okay, da kommt jetzt hier Sprengstoff rein. Ich nenne jetzt erstmal wieder Zeugs. Sollte sich da noch was ändern, kann ich das ja immer noch umbenennen. Jetzt haben wir zwei Zeugskisten, eine große, eine normale. Wobei, dann könnte ich die hier... Obwohl, warte mal. Das kann ich da zur Bücherkiste machen, wa? Dann nehme ich das hier raus. So, und dann die jetzt Bücher und die Zeugskiste, die große, da kommt dann der Rest rein. Den Ring könnte ich mal drinnen behalten. Das kann man für Aufwertung verwenden, habe ich gesehen. Ist das ein Fisch? Ja. Tierisch-pflanzlich. Da habe ich ja die Fische reingetan. So. Wo ist mein Pferdchen? Heidi? Jetzt muss ich das doch mal ausprobieren. Ihr Grüni. Abklingzeit 2 Tage. Okay. Schade. Dachte, hätte er direkt mal mehr nehmen können, aber nö. So, kommt die Fischifalle da oben rein. Geh hier ein bisschen Quarz haben.
Oregano. Nicht Origami, sondern Oregano. Ja, da sind noch Bären. Die nehme ich auch noch. Sandbären. So, hier drüben war noch... Ah ja, da ist noch so ein... Da kann ich noch ein bisschen Marmor abfarmen gehen hier. Achso, ja, das muss man ja so sammeln. Und dann ist die Ausdauer fertig. Da fällt mir ein, rein theoretisch könnte ich noch in der Mine kurz Trank kaufen gehen. Tränke, Tränke, Tränke. Aufgefüllt dann. Wieder an die Oberfläche. So. Oh, ist schon kurz nach 8. Zeit, so langsam Feierabend zu machen für heute. Das müsste der Part von Donnerstag. Vorhin habe ich den Part für morgen aufgenommen, also ist das der für Donnerstag. Dann habe ich einen Zahnarzttermin. Freue ich mich ja schon übelst drauf. Ja, wir haben wieder... Wieso sieht mein Pferd jetzt so komisch aus? Ich habe eigentlich ein geflecktes Pferd und nicht so ein... Bäh. Das ist nicht mein Pferd. Ah ja, ich wollte ja gucken. Ja. Immer noch nicht fertig. Ey, fass es nicht. So, mal gucken. Oh, Bronze, war ja. Bronze muss ich auch mal wieder nachproduzieren, sehe ich gerade.
hier, alles voll. Sehr schön. Steingedöns ist voll. Mhm. Das kommt dann ans Zeugs. Das kommt auch bei Zeugs. Den Ring behalte ich mal im Inventar. Falls ich die spontane Idee und Eingebung kriege, Birgis einen Antrag zu machen. Aber nur vielleicht. Trifft Bronco im Blue Moon. Ah, Bronco, klar. Der Brief. Bronco, das Kind, hat uns mal wieder geschrieben. Treff mich, du weißt schon wo. Toller Brief. Im Anhang findest du Bauanleitung für den Bohrarm. Wenn du ihn hast, installiere ihn bitte an einem kostbaren Mobilitätsanzug. Okay. Abonnement verlängern? Dein Abonnement läuft demnächst aus. Wenn du die Zeitung weiterhin in deinem Briefkasten geliefert bekommen möchtest, erneuere es bitte gleich. Nö. Brief von Rian. Hat mich da mal einen Stuhl geschickt. Wieso schickt ihr mir immer einen Stuhl? Ich bin nicht so faul wie er. Okay, ich hab wieder mal... für Museum. Und... so. Wasser suchen. So, ich werde mal jetzt noch Bronco das Kind aufsuchen. Hey, Owen. I get along with. You know, this scent bag uses Yakmel from Yakmel. Weißt du, dieser Duftsack verwendet Yakmelfell und Yakmelkot. Wenn du ihn benutzt, verströmt er einen ähnlichen Duft wie ein männliches Yakmel. Nächstes Mal trägst du einfach ein kleines Stückchen am Körper, dann bleibt das wilde Yakmel gleich weg. Aber das Ganze hat natürlich Grenzen. Wenn du ihnen zu nahe kommst, können sie immer noch angreifen. Puh, ich weiß, ich werde nie wieder versuchen, eins zu ärgern. Ich habe versucht, ein Foto zu machen. Alles war gut, bis Klick gemacht hat und das gesehen habe, wie die Augen ihre Farbe verändert haben. Ja, Blitze und Geräusche lassen sie durchdrehen. Du hast Glück, dass du unverletzt bist. Ja, wir haben unseren eigenen Geschwindigkeitsrekord gebrochen, als wir weggelaufen sind. Versuch das nächste Mal einen Ruf, wie von einem Knallruf, von dir zu geben. Ein kurzes Kachs und sie werden sich zurückziehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Yakmel sich von den Vögeln fernhalten? Nun, lass es mich versuchen. Kriegst's. War das richtig?
Versuch's weiter. Wenn du da draußen noch mehr Probleme hast, komm zu mir. Hä, sie ist ja eine richtige Spezialistin geworden für Tiere. What's the password? Oh, das ist lange her. Oh, lass einfach alle rein. Okay. Ah, welcome. You got my letters, I assume. Please. Pen? Greetings. Justice Pen, okay. Seid gegrüßt. Ihr härtesten Jungs von Sandrock. Ich frage euch vielleicht, warum ich euch hierher gebracht habe. Können wir das hier etwas beschleunigen? Und so und ich müssen auf Patrouille sein. In der Tat. Ich mach's kurz. Viele von euch haben sich schon gefragt. Okay. Was auch immer. Das ist cool und so. Ich hasse es wirklich, das vor allem zu tun, aber es ist Spaghetti-Frühstückstag im Saloon. Also, Bronco, du bist gefeuert. Ich hab den Ort vor Logans Versteck entdeckt. Gefeuert, weil du voller Feuer für den Job bist. Feurig. Und jetzt sag mir, Kumpel, wo ist dieser miese Dieb, damit wir ihn für alle Mal zeigen können, dass man sich nicht mit Sandrock anlegt. Folg mir! Warte, ich muss eigentlich Spaghetti essen gehen. Treffen wir uns nach dem Brunch vor dem Bahnhof? What? Nah, hang on. This is Logan. Wir reden über Logan. I know. Ich weiß, aber ich kann nicht mit leerem Magen kämpfen. Das ist meine einzige Schwäche. Weakness. Das und Spiegel. I'll pretend I didn't hear the second part. Ich tue so, als hätte ich den zweiten Teil nicht gehört. Okay, ich kann die Dinge ein bisschen verschieben. Treffen am Bahnhof, wenn alle bereit sind. Treffen am Bahnhof, wenn alle bereit sind. Was ist denn das für Deutsch? So, wie schaut's aus? Immer noch fette Führung, fast doppelt so, also, nee, sogar, ich würde sagen, mehr wie doppelt so viel wie Platz 2. So. Den. Und das. Und Gusseisennägel. Achso. Stufe 1, okay. An dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Ich werde speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Dieter Kind.